Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4, dem Remake, dem letzten Spieldurchgang auf Profi für einen S-Plus-Rang. So Leute, wir haben nur noch knappe 3,5 Kapitel vor uns. Wir nähern uns langsam dem Ende, also huiuiui. Und ich habe noch einmal meine Zeit gecheckt, als ich den Veteran-Run gemacht habe. Ich habe jetzt tatsächlich immer noch ungefähr 17 Minuten gut. Also bei Veteran habe ich jetzt 17 Minuten mehr auf dem Tacho gehabt als hier auf Profi. Also bis jetzt bin ich noch eindeutig im Plus. Und das freut mich natürlich sehr. Ah, einfach nur geil, wie gut es einfach läuft. Sobald das Dorf durch ist, ist alles andere eigentlich vergleichsweise easy, wirklich. Ne? Selbst wenn man hier und da noch mal ein bisschen was aufs Maul kriegt, aber mein Gott, man kriegt so viel Heil-Items in den Arsch geblasen. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Okay, jetzt einmal hier. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Bam. Okay. Passt. Eigentlich brauche ich nur die hier. Genau. Noch irgendetwas Interessantes hier? Wahrscheinlich nicht. Ja. Hi. Ups. Na Mensch. Ja. Dem ballern wir jetzt die Hucke voll. Da haben wir einen Parasiten erwischt. Dürfte nicht mehr lange dauern, bis er down geht. Ja, geil. Komm schon. Wie viele Kugeln kannst du noch treffen? Okay. War noch ein bisschen was tatsächlich, aber gut. Naja. Jetzt muss der Strom ja wieder umgeleitet werden. So, wir nähern uns dem Ende, also ich wage mal die Prognose, im nächsten Part wird es das Finale geben. Gehe ich einfach mal stark von aus. Jetzt habe ich, glaube ich, wieder den einen Schatz verpasst, ich Trottel. Ah. Das war jetzt blöd. Soll ich mir den Schatz gleich trotzdem noch holen? Dann muss ich ja zweimal noch zum Schalter laufen. Ist dann ja das Blöde. Oh, ui, ui, ui. Ah. Mir tickt. Holen wir uns was auch immer hier drin ist. Muni, gut. Alles klar. Vielen Dank. Na komm. Soll ich es einmal machen? Ich sehe jetzt auch nicht so ein großer Zeitverlust. Das sind ein paar Sekunden, vielleicht allerhöchstens eine Minute. Komm. Dieses Mal will ich den Schatz auch mitnehmen. Selbst wenn er eigentlich am Ende nicht nötig ist, selbst wenn ich trotzdem am Ende mehr als genug habe und ich den auch hätte ignorieren können. Naja. Ich wollte den Schatz dieses Mal nur wenigstens eingesammelt haben. Ich habe ja sowieso mehr als genug Zeit. Solange ich besser bin als meine Veteranenzeit, ist es ja sowieso garantiert, dass wir den S-Plus-Rang kriegen, ne? Ist ja klar. Deswegen, bin ich da mega entspannt und investiere gerne hier und da mal ein paar extra Sekunden, ja, um mal was auszubügeln. Etwas, das ich schon bei Veteranen dezent falsch gemacht habe, ne? Weil den einen Goldbarren hätte man locker noch einmal im Vorbeilaufen mitnehmen können. Hier noch irgendwas?
Ich dachte, in dem Köfferchen könnte sich noch was befinden. Wow, 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 wow! Wo kommst du denn her? Kam der da gerade eben durch die Tür frontal? Da, wo ich jetzt gleich hin will, von da kam er wahrscheinlich. Huch. Von hier. Ja, von wo auch sonst, ne? Okay. Gut, gut. Genau. Jetzt heißt es erst einmal den Schraubenschlüssel finden. Nice. Okay. Oi, da habe ich aber schnell einen Parasiten erwischt. Wow. Die gehen ja extrem überraschend schnell. Ups, down. Selbst wenn ich nicht alle Parasiten erwische. Das ist ja der Wahnsinn, wie schnell die dann einfach explodieren. Zack! Der Wecke, ups. Da hätte ich jetzt eigentlich seinen vorderen Kern zerstören können. Dann wäre es etwas schneller gegangen. Nice. Da ist er. Den haben wir gesucht. Wollte gerade sagen. Die Scheibe habe ich aber noch erwischt. Ja, guck mal. Ich meine, ich hätte so oder so alle erledigt, ne? Also. So ist es nicht. Ist jetzt nicht so, als ob ich gesagt hätte, boah, ich muss jetzt. Hoppala. Ist es nicht so, als ob ich gesagt hätte, ach ja, ich muss. Jetzt unbedingt spätestens beim zweiten Versuch den finden, der den Schraubenschlüssel verschluckt hat. Nö. Überhaupt nicht. Oh, no. Ah. Ah, hab ich noch im Hintergrund im Blick behalten. Ich hab gewusst, dass der gleich mit seiner verdammten Dynamitstange kommt. War klar. So. Und alle. Okay. Upp. Von wegen. So. Das waren alle. Nice. Okay. Ne, ich meine, ich hätte so oder so alle Regeneradores erledigt, weil sobald eben die Typen mit ihren Dynamitstangen ins Spiel kommen, kann es jederzeit passieren, dass durch eine Explosion doch noch alle von den Regeneradores befreit werden. Und dann sehe ich mich ja direkt nicht nur mit den normalen Gegnern, sondern auch mit einem Regeneradores konfrontiert. Das muss nicht sein. Auf den Stress kann ich verzichten, also vermeide ich ihn direkt. Ich ersticke den Stress quasi im Keim. Ups. So. Prima. So schnell kann es gehen. Das Kapitel ist durch. Aber bis ich nochmal speichere, warte ich noch etwas. So. Nein. So. Hier noch etwas. Ah. Ah, okay. Nochmal ein Fischlein. Belagert hier. Ungekühlt. Weiß Gott, wie lange. Was denkst du denn? Mach von drüben für mich auf, okay?
Sonst gibt es hier ja eigentlich nichts zu tun, außer auf sie zu warten. Das kann ich mittlerweile im Schlaf. Das will ich doch hoffen, wo du hier mit einer Ritterrüstung rumläufst. Da will ich doch hoffen, dass eine kleine Eisenstange hochzuheben dir keine Schwierigkeiten mehr bereitet. Okay. Mein Kollege. Ich hab hier was. Danke. MP, Pistole. Ein hervorragender Deal. Habe ich noch ein Stiefelmesser gesehen? Tatsächlich. Danke. Brauche ich ja auch nicht mehr. Habe ich hier für. Nee, nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd. Oh! Eine Sache habe ich jetzt fast vergessen wieder. Ich hab was Neues, nenn mich ruhig pingelig. Alles andere haben wir ja schon zu Genüge. Na los, Alter, Leon. Come on. Wollte schon sagen. So. Jetzt wird's lustig. Verdammt, wo ist die Lampe? Da. Da ist sie. Hallo? Okay. Ja, komm, scheiß drauf. Selbst wenn da was liegt, komm. Das wird schon passen. Hier ist da! Entfern dich! Ja. Kommt von links noch einer? Nein. Ups. Ja, echt jetzt. So schaut's aus, Leon. So und nicht anders. Oh Mann, ich krieg echt noch ein Messer in die Hand gedrückt. Trotz meines ewigen Messers. Können wir hochgehen? Komm, Ashley. Komm. Schön nah ran. Hey. Gut. Oh, da liegt noch was. So, perfekt. So. Bin da. So. Komm runter, Ashley. Meinetwegen auch über die Treppe. Muss nicht so sein. Okay. Wollt's dir nur gesagt haben. So. Gut. Geht's dir gut? Perfekt. Mehr brauchen wir hier auch nicht. So, hier hole ich mir noch den Edelstein, der hier in der Ecke liegt. Riecht das widerlich. Jawohl. Kommst du klar? Ja, früher hätten mich hier keine 10 Pferde reingekriegt. Na komm, Ashley. Wird Zeit für einen kleinen Reaktionstest. Also dann. Beide gleichzeitig. Ja, okay. Ist gut. Ja.
Ah, oh. Okay. Also einmal so, bitte. Ordnen. Kann ich sonst noch irgendetwas? Schwere Granaten auf jeden Fall. Das wäre ganz gut. Jo. Dann habe ich auch wieder ein bisschen Platz. So, komm mal her, Kollege. Alter, das ist unfassbar. Bei der Gelegenheit nehme ich mal einen der Fische zu mir. Du bist doch nicht verletzt. Nein, alles gut. Und hepp. Okay. Nice. Okay. Ich glaube, jetzt kann ich den auf jeden Fall schön versorgen mit fast allem. Jetzt würde nur noch so ein gelber Diamant fehlen. Das wäre ganz schön. Dann wäre ich in der Lage. Ach Quatsch, machst hier. Du das? So. Na klar, ich habe ein Händchen für sowas. Dann koble mal, was das Zeug hält. Okay. Perfekt. Hier nochmal. Die schöne kunstvolle Halskette, die gibt es ja auch noch. Also mit all den Schätzen. Es ist eigentlich. Wie viel habe ich jetzt eigentlich an Kohle? Oh, ey. Ich bin ja schon längst dabei. Ich habe überhaupt nicht auf die Kohle in letzter Zeit jetzt geachtet. Also. Ich habe ja schon längst meinen Soll erfüllt. Geil. Ja, ich warte mal noch ein kleines bisschen ab. Ha, nice, noch eine Ratte erwischt. War ja eigentlich schon fast klar. So random, wie ich da jetzt rumgeballert habe, dass ich dann auch eine Ratte erwische. Das waren, glaube ich, alle. Gut. Verletzt. Gleich kommt eh noch einer. So, du bist gleich auch nochmal zu Iron Maiden, das weiß ich ja auch schon. Alles gut, Ashley. Die kriegen mich eh nicht weg. Mann. Jedes Mal, wenn ich denke, der verreckt gleich. Weil die Viecher in den Reagenzgläsern oder in den Tanks. Ja. Ah, Reagenzglas, finde ich da hübscher, weil es einfach ein abwertenderer Begriff ist. Nice, der ist weg. So. So. Fertig. Genau, Ashley. Schön weiterkurbeln, dass die Brücke steht, sobald ich wieder da bin. Ah, also irgendwie halten die Viecher, die ich jetzt bekämpft habe, deutlich mehr aus als die Regeneradores, die beim Ratespiel mit dem Schraubenschlüssel mitgemacht haben, ne, die vorher in den Tanks gewesen sind. So, noch einmal ganz kurz. Okay. 2, 1, 0, 2. So. Bäm. Ich habe mir wieder gemerkt, wie oft ich bei welchem Kreis dann
die X-Taste drücken muss. Und wie ihr seht, funktioniert's. Da ist was Neues angekommen. Das könnte dich interessieren. Aha. Willkommen. Glaube ich aber ehrlich gesagt hab nicht. Seltene Ware im Gold, Angebot, das, Fremder. Das. Ob Rubine oder Stiefelmesser. Es macht keinen Unterschied. Pistole. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Komm. So, ich würde sagen, die beiden schicke ich auch an die Aufbewahrung, auch wenn ich sie genauso gut verticken kann. Aber ihr seht ja, wir haben eh schon mehr als genug Kohle. Also es ist nicht so, als wäre ich darauf angewiesen. Und ich habe wieder meine Schutzweste nicht repariert. Leon! Ja, wobei, so zerschunden ist sie nun auch wieder nicht. Also war jetzt auch nicht so nötig, dass ich die... hi. War jetzt auch nicht so krass, ups, nötig. So. Einmal. Zweimal. Okay. Bam. Durch. Perfekt. So, erstmal hier hinlaufen und den Fehler nicht wiederholen, den ich letztes Mal gemacht habe. Direkt den Knopf drücken, dann kann ich in aller Ruhe währenddessen die anderen Gegner ausschalten. Das waren schon alle. Oh, da ist noch einer. Ja, bietet sich geradezu an, hier noch einmal durchzulaufen, ne? Passt schon, denke ich. Ah, hier ist es. Perfekt. Easy. Ist der Aufzug mittlerweile da? Ja, doch, ist erst da. Okay. Dann ist ja gut. So. Ich weiß, ich muss die Kisten eigentlich überhaupt nicht mehr mitnehmen, aber trotzdem tue ich es. Einfach aus Gewohnheit. Weil ich es kann. Weil die Zeit eh ausreicht. Weißt du, ich finde, wir geben ein richtig gutes Team ab. Ich schätze schon. Oder? Wer weiß, vielleicht werde ich auch mal eine Agentin. Was sagst du? Wir könnten unser Land gemeinsam vor Gefahren beschützen. Wenn du meinst. Jedenfalls müssen wir dazu erstmal heil hier raus. Richtig. Langweiler. Okay. Allzu viel haben wir ja nicht mehr vor uns, Leute. Ich weiß, kommen noch ein paar Passagen, aber... Ne? Das schaffen wir auch noch alles. So. Fertig. Sadler, du Bastard. Hier holen wir uns noch den... Okay, nee, das wollte ich nicht. Der Schatz ist doch hier schon. Okay. So, hier das... Ah, Mist. Kein rotes Kraut mehr da. Egal, kriegen wir bestimmt noch. Servus. Bye. Wiedersehen. Oh, no. Die kann ich hier komplett ignorieren. Ja! Du Arschgeige! Oh, schmeißt du mir doch einen Molly über den Zaun. Ist das mies. Ich hab da was, das könnte dir gefallen. Macht Sinn, definitiv. Willkommen. Aber ich dennoch mies. Was Neues für dich. Ein Hervor. Ich schau mal ganz kurz, ob ich die hier schon... Ja, die kann ich schon versorgen, tatsächlich. Hab mehr als genug Edelsteine dafür. So, ne? Oder ist es so besser? Nö. So, bam. Stirb mit Willkommen. Okay. Die wird verkauft. Hier verkaufen wir mal die Hälfte. Hier verkaufen wir auch 7 Stück. Bam. Ah, dafür lasse ich einiges springen. Pistolenmuni, MP-Muni, kann auch alles ein weg. Hervorragender Deal. Perfekt. Angenehme Reise. So, genau. Jetzt
Ah, wobei, die Gewehrmunition könnte ich theoretisch ja auch mittlerweile verticken. Egal. So, hier kommt jetzt der nächste Speicherpunkt. Vor dem Krauser-Boss-Kampf. Als dann. Dann zeig mal, was du drauf hast, ehemaliger Trainer. Oh. So. Komm besser in die Gänge. Brauchst mir nicht auf die Pelle rücken. Okay, das lief schon mal super. Schönes Kraut, hallo. So. Perfekt. Schade, dass die Rolle nicht noch in Richtung des Tores hätte gehen können. Aber naja. Hör auf dein Bauchgefühl, nicht denken. Das war das Erste, das sie mich lehrten. Ja. Aha. So. Perfekt. Ich trottel. Wow, dass die mich nicht erwischt hat? Was? Krause, was hast du denn für billige Mangelware da? Hast du die aus dem Walmart gekauft oder was? So ein beschissenes Ding, das nicht mal treffen kann. Hallo, hallo? Mensch. Unfassbar. Mit Guerillataktiken kenne ich mich aus, weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Shit. So, und nix da. Okay, ich glaube, er hat mich nicht erwischt. Noch am Leben, hä? Pures Glück. Tja. Willst du damit sagen, dass du ein beschissener Lehrer warst? Das bedeutet diese Aussage doch eigentlich im Umkehrschluss. Wenn er sagt, dass ich nicht durch meinen Skill, den er mir antrainiert hat, überlebt habe, dass du bis jetzt überlebt hast, verdient Anerkennung. Bedeutet doch im Prinzip, dass der... Oh, whoops. Dass er nicht glaubt, dass er mich gut genug ausgebildet hat, dass ich durch meinen Skill bis hierhin überlebt haben könnte. Ich frag ihn, wenn ich ihn sehe. Mist. Zu früh geduckt. Ich dachte, sonst würde ich es nicht schaffen und wollte dem Pfeil so ausweichen. Für mich war doch nicht nötig. Du bist eben was ganz Besonderes, Billy Boy. Alter, jetzt auf einmal ballert er so schnell. Halt deine Fresse. Oh. Toll, danke. Ah, blöd, dass ich jetzt schon meine Schutzweste fast vollständig eingebüßt habe. Sie ziehen das echt durch? Es ist noch nicht zu spät. Wir beide sind zwei Seiten der selben Medaille. Oh. Der Blick auf nein! Shit. Verschieden sein. Oh. Nein. So. Das Rote kommt hier rein. Okay. Oh, jetzt auf einmal haust du ab. Ja. Genau. Weil du jetzt deine Mutantenphase fahren musst. Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. So. Das kannst du also mal. Ihre wahre Kraft sein? Ich will mein Geld zurückverlangen. Du wirst dein freches Mundwerk noch bereuen. Hm.
Glaub mir, Leons freche Sprüche. Den kannst du so schnell nicht das Wasser reichen. Okay, na dann. Ich bin gespannt. Zeig mir, was du hast. Ich bin ready. Ja, jetzt auf einmal bist du nicht mehr überrascht, dass ich so weit gekommen bin, Alter. Gerade eben noch über mich lustig gemacht, aber jetzt auf einmal... Kein Wunder. Hahaha. Ha, ha. Nee, ist klar. So. Geht doch. Down bist du. Alter. Hä? Als ob dein Mini-Mutantenarm mich jetzt daran gehindert hat, darüber zu gehen. Am Arsch, Alter. Okay. Krauser-Boss-Kampf durch. Geil. Wunderbar. Sehr gut, Alter, wir haben fast eine halbe Million zusammen. Holy moly. Echt der Wahnsinn. So. Hi. Da ist was Neues. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremder. Stiefelmesser kann weg. Bringt dir dein ganzer Krempel. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ein hervorragender Deal. Irgendwas. Ach, das Einsatzmesser. Oh. Weiterhin viel Glück, angenehme Reise. So, an dieser Stelle wird tatsächlich das nächste Mal gespeichert, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben noch eine gute Stunde. Das ist gut. Noch eine gute Stunde. Wir haben jetzt noch knappe 2 Kapitel vor uns. Das ist doch easy machbar. Ne? Würde ich jetzt sagen. Hat sich mein Wecker jetzt überhaupt? Ach so, jetzt hätte er sich gemeldet. Ja, guck mal. In der Sekunde, in der ich da drauf gucke, dann meldet er sich. Na gut. Dann passt es ja auch an der Stelle. Liebe Leute. Deswegen, ich würde sagen... Dann beende ich den Part jetzt auch an der Stelle. Ne? Dann passt es von der Zeit her. Und den gesamten Rest, den packe ich dann in den nächsten Part rein. Und da ja, können wir uns über die letzte Goldtrophäe, war glaube ich eine Goldtrophäe, vielleicht sogar eine Silberne, egal, aber wir können uns auf jeden Fall dann über die Platin freuen und über den Abschluss dieses Projekts. Wow. Ha, herrlich. Resident Evil 4 hat schon Bock gemacht, das Remake. Ist schon richtig geil, muss ich sagen. Aber da rede ich im nächsten Part noch drüber. So oder so würde ich für heute sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.